Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Final Fantasy. Ja, wir sind wieder genau da, wo wir beim letzten Mal beendet haben. Und zwar hat der Gimtota neben mir noch eine weitere Quest für uns, nachdem wir ja ihm und seinem Volk, sag ich mal, geholfen haben, das Schiff zu retten, sage ich mal. Also sollte in die Luft gesprengt werden. Und mal schauen, was wir jetzt für eine neue Quest erhalten werden. Gameplayerin, du hast bisher schon so viel geleistet, dass ich niemand anderen als dich bitten würde. Du musst uns bei dieser Sache nochmal weiterhelfen. Oh Gott. Azafn, der Drahtzieher hinter der versuchten Zerstörung der Victory, hatte ein rätselhaftes Schriftstück bei sich. Oh Mann. Es ist in ungewöhnlichen Zeichen geschrieben, die ich noch nie gesehen habe. Es muss eine Art Geheimschrift sein. Ich bin sicher, dass darin Informationen enthalten sind, die für den Malstrom von höchster Wichtigkeit sind. Aber niemand hier kann die Schrift lesen. In solchen Fällen wenden sich die Gelbjacken üblicherweise am Baderon, der durch seine weit verzweigten Kontakte so ziemlich alles herausfinden kann. Ich bin sicher, dass er auch jemanden kennt, der diese Schrift entziffern könnte. Bitte, Gameplayerin, kannst du es ihm nicht in die ertränkte Sorge bringen? Aber natürlich kann ich das. Ich hatte auch gehofft, dass wir da nochmal hin zurück müssen. Jetzt weiß ich wohl nicht, ob der Atheryt mich da jetzt hinbringen kann. Nein, tut er natürlich nicht. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Ich kann mich hier nur als Heimatpunkt registrieren, aber ich kann hier zum Beispiel nicht durch das Netz reisen, wie mit den anderen großen Aetheryten. Das geht nicht, deswegen mache ich jetzt einfach mal die Rückführung. Die habe ich absichtlich bei den unteren Docks, beziehungsweise den Heimatort habe ich absichtlich bei den unteren Docks gelassen, so wie ich es am Anfang registriert hatte. Weil ich da schon gedacht habe, dass wir wahrscheinlich immer wieder hierhin zurück müssen bei unseren Quests. Weil er ja gesagt hat, er ist so der Mittelpunkt und also dieser, Kellner. Naja, Kellner nicht, aber der Leiter der Bar da. Und wenn wir in ein anderes Gebiet reinkommen und die Hauptstory da weitergeht, dann werde ich es auf jeden Fall so machen, dass ich den Platz ändere. Und ja, dementsprechend dann in der neuen Stadt, welche dann auch immer als nächstes kommt, das weiß ich jetzt nicht, das so einrichten werde. Ich glaube, wir müssen jetzt zu den oberen Docks, ne? Oder obere Decks von mir aus. Ja, da sind wir schon auf einem guten Weg. Sehr gut. Ja, also das war so, wie gesagt, der Hintergedanke bei der ganzen Sache. Bin gerade überlegen. Moment, ich komme jetzt nur da und da raus. Wieso kann ich denn nicht direkt geradeaus rausgehen? Muss ich nicht verstehen, verstehe ich auch nicht. Ach so, genau, wir wollten ja eigentlich auch noch die Sache mit der Schmiede machen. Da laufe ich nämlich gerade dran vorbei. Das wäre definitiv auch noch was ich nicht vergessen darf, weil wir uns die ja anschauen wollten und noch nicht angeschaut haben bisher. Dann haben wir auch noch die Freibriefe. Das wäre jetzt auch in die Richtung, wo wir jetzt gerade laufen. Die wollten wir uns definitiv ja auch noch ansehen. Deswegen bin ich jetzt gerade ein bisschen überlegen, weil die Freibriefe ja auch sehr wichtig sind, ob wir die nicht als nächstes noch machen sollen. Ich werde jetzt mal eben mit Baderon sprechen. Er wird uns da wahrscheinlich dementsprechend was Neues auftragen, wo wir dann hin müssen. Und dann werde ich mal gucken, wie das mit den Freibriefen ist. Weil, wenn ich die vergesse, dann kann ich nämlich auch nicht offline daran arbeiten. Und ich möchte das schon endlich auch mal aufgenommen haben. Aber das seht ihr dann gleich alles. Ahoi, Gameplayerin. Ich höre, du machst dir langsam einen Namen. Bei den Trockendocks sollst du dich ordentlich ausgetobt haben. Art Brüm hat mir die Geschichte haarklein erzählt. War mächtig aus dem Häuschen, dass sein alter Herr so einen Wirbel verursacht hat. Aber immerhin ist dabei der Victory noch eine Planke auf der anderen. Und dafür hast du auch meinen allerherzlichsten Dank.
Wenn du nicht wärst, wäre Limsa wohl noch abgefragter, als es ohnehin schon ist. Und was murmelst du? Eine Aufgabe für mich? Na, immer heraus damit. Hä, wieso geht das jetzt nicht? Ein Fachmann für fremdartiges Gekritzel? Was sind denn das für Schriftzeichen? Aha. Heute ist dein Glückstag. Da kann ich dir glatt jemanden vermitteln. Der Typ trägt einen Bart und den schönen Namen Badoron. Ich wusste es. Weißt du, Gameplayerin, ich will mich nicht an dich ranschmeißen, aber du bist wirklich eine von uns geworden. Du hast gezeigt, was du drauf hast, und so war mir die Lotsin helfe. Ich vertraue dir. Gim Toda hat gut daran getan, dich mir zu schicken. Da braut sich was zusammen. Jetzt spitz mal die Ohren, dann erklär ich's dir. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt ist. Aber das sieht mir nicht nach Hermetika aus. Also Gladiatoren sind unter anderem drin. Krieger, das kann ich erkennen, aber die anderen habe ich absolut keine Ahnung, was das ist. Das Krieger, das Hose. Ja gut, dann nehmen wir die Hose, die ist halt ein bisschen besser. Meine sieht sowieso scheußlich aus, aber die wahrscheinlich auch nicht viel besser. Ja, ich würde sagen, erklär mir das Ganze. Hallo Gameplayerin, willkommen in meiner bescheidenen Schenke. Ja, ich habe mich nicht bewegt, aber ist okay. Die ertränkte Sorge ist Treffpunkt für Reisende und Abenteurer von nah und fern. Ja, weiß ich. Hast du mir schon bei unserem ersten Treffen vor, keine Ahnung, 200 Folgen gesagt? Naja, gefühlt 200. Ich glaube, so waren es vielleicht, keine Ahnung, 20, 30. Fühl dich ganz wie zu Hause. Trink etwas und unterhalte dich mit den Gästen. Meine Speisekarte mag es zwar nicht mit der des Bismarck aufnehmen können, aber satt habe ich noch jeden bekommen. Arbeit gibt es auch. Wenn dir das Gemüt danach steht, die Wunden der Katastrophe sind noch nicht geheilt. Und viele Bürger brauchen eine helfende Hand. Ja, das hast du mir schon mal erzählt, als ich hier neu reinkam. Was ist denn das jetzt? Aber dann lass uns mal zur Sache kommen. Ja, das wäre schön. Weißt du, früher, als ich noch jung und schneidig war, da habe ich mir meine Gil als Söldner verdient. Wenn du rauskriegen willst, was die anderen vorhaben, dann musst du ihre Depeschen abfangen und die Order entschlüsseln. Und die Schrift in dem Wisch da, das sind Sahagin-Zeichen. Mädchen, da weiß ich Bescheid. Ich habe mehr von den schuppigen Bastarden abgestochen, als ich zählen kann. Was heißt hier eigentlich, als sie noch jung war? Ich meine, die sieht jetzt auch nicht älter aus als ich. Der hat ein paar Fältchen jetzt hier oben, vielleicht so ein paar Lachfalten oder so, sonst sieht er doch gut aus. Aber die Erkenntnis, was für Schrift das ist, bringt dir noch gar nichts. Was sie bedeutet, musst du kapieren. Und das kann dir der alte Baderon verraten. Da steht haarklein drin, wie und wann sie die Victory hochjagen wollen. Scheint so, als sollte das ganze westliche La Noskea ordentlich aufgemischt werden. Und in den mächtigen Tumult wollen sie dann das Flaggschiff des Malstrom in die Luft sprengen. In einfach verständlichen Worten, da haben nicht bloß ein paar Piraten ohne Ziel und Verstand randaliert. Das war eine gut geplante Tat eines gerissenen Hundes. Und damit meine ich nicht Azapfen. Tja, nur haben sie den Anschlag früher als geplant gestartet, wenn ich das Gekritzel richtig deute. Zu früh. Wahrscheinlich haben sie Panik gekriegt, weil du ihnen auf den Fersen warst und haben die Sache versaut. Ich habe Leuten hören, dass Atymbrums Vater schon länger mit den tätowierten Burschen von den plündernden Schlangen zu tun hatte. Die haben ihm Kapital gegeben und alles, aber von denen war ja keiner am Tatort. Bei allen verdammten 7 Höllen. Was bin ich für ein Esel? Die ganze Geschichte mit der Victory, das war das Ablenkungsmanöver. Die Sahagin geben keine müde Gildenmark auf das Lieblingsschiff des Malstroms. Sie wollen ihre Piratenlakaien auf ein ganz anderes Ziel hetzen. Der geplante Aufruhr in La Noskea. Ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich glaube, sie werden auf die Tölpeturmsiedlung losgehen. Und zwar mit Karacho. Oh.
Ich habe dir die Sache gegen Klaue mal in verständliches EOC-isch übersetzt. Bring das in den Korallenturm zu Kommandant Rainer und sag ihm, dass ihm da eine ordentliche Schlamastik bevorsteht. Was? Und melde dich auch freiwillig. Jawohl, du bist genau die Richtige. Achso, bei ihm jetzt. Dem Gesindel werden wir zeigen, woher der Wind in Limsa weht. Ich dachte gerade, wie freiwillig melden, hä? Okay. Also, wer ist Rainer? Wo ist Rainer? In den oberen Decks ist er. Okay. Achso, ich bin gar nicht so weit von ihm entfernt, sehe ich gerade. Ich muss nur hier durch. Beziehungsweise da. Pff, ja, falsche Maustaste gedrückt und schon hat man die Optik geändert und nicht die, die Richtung, in der man läuft. Das ist, ja. Wie gesagt, veralterte Steuerung. Ich komme da immer noch nicht hundertprozentig klar mit. Ich habe auch schon echt Angst vor schwierigeren Kämpfen. Die hat ja mal ein geiles Kostüm gerade gehabt. Hallo. Da musste ich mir jetzt mal eben ein Bild von machen. Das sah jetzt richtig geil aus. Das hätte ich für eine Kriegerin unheimlich gerne. So, müsste jetzt quasi hinter der nächsten Tür, hinter dem nächsten Gang liegen, so wie ich das sehe. Da ist auch noch eine Gilde, kann das sein? War ich hier schon mal? Nee, ne? Okay, ich war hier schon mal. Rainer ist da oben. Aber was ist das jetzt hier? Die Gilde der Marodeure. Ja, da haben wir doch eine neue Gilde gefunden. Das ist ja cool. Ja, geil. Dann haben wir wieder so einiges zu tun. Obwohl wir jetzt mit der Hauptgeschichte ja irgendwie immer weiterkommen. Was natürlich schön ist. Aber was natürlich auch ein bisschen blöd ist, wenn man, ja, eigentlich auch mal was anderes zeigen möchte. Ja, ich bin Rainer und du bist die junge Abenteurerin, von der man so viel hört. Du hast wirklich ganze Arbeit geleistet, als du die Zerstörung der Victory verhindert hast. Wolltest du mir darüber genaueres berichten? Eine Nachricht vom Baderon? Meine Hoffnung auf einen ruhigen Abend kann ich wohl abschreiben. Dann sag mir gleich, wo es brennt. Lies es selbst. Was? Ein Angriff auf den Tölpelturm-Siedlung? Aber wir haben bei den plündernden Schlangen keinerlei verdächtige Aktivität beobachtet. Aber er hat's gesagt. Baderungsgespür trügt ihn selten. Wir müssen die Möglichkeit in Betracht ziehen. Die Gelbjacken werden sich der Sache unverzüglich nachgehen. Nur meinte Baderun ja selbst, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, ob wirklich die Tölpelturm-Siedlung das Ziel der Piraten ist. Alle möglichen Orte entlang des Nord- und Süddamms, der die Sahagin draußen hält, kommt genauso in Frage. Kommandant, Kommandant! Ja, was ist los? Wie stramm ich mich direkt hinstelle. Die Sahagin, Kommandant, sie versuchen den Süddamm mit einem massiven Angebot zu durchbrechen. Wir sollten Verstärkung schicken. Was haben die Sahagin vor? Wieso gerade jetzt ein Angriff dieser Größenordnung? Die Entscheidung ist mir jedenfalls abgenommen worden, worauf wir unsere Kräfte konzentrieren sollen. Ist das vielleicht die Ablenkung? Ich kann gerne helfen. Richtig. Die plündernden Schlangen arbeiten mit den Sahagin zusammen. Willst du damit sagen, dass der Sahagin-Angriff auch ein Ablenkungsmanöver ist, damit wir die Tölpelturm-Siedlung aus den Augen lassen? Aber ignorieren können wir die Attacke deswegen auf keinen Fall. In Augenblicken wie diesen wünschte ich, die Krieger des Lichts wären unter uns. Nun musst du die Heldin sein, die den Tölpelturm-Siedlung beschützt. Lauf und hilf den Verteidigern. Ich kann keine Leute entbehren. Ich laufe, ich eile, ich fliege. Ich habe keine Ahnung, wo ich überhaupt hin muss. Moment, wo sind wir denn? Ich muss über das zentrale La Nocea quasi wieder nach oben. Okay, da werde ich jetzt ganz schnell hinlaufen, weil die ja jetzt ganz, ganz dringend meine Hilfe brauchen. Und wir sehen uns quasi teleportationsartig schnell dort wieder. Bis dann. Ciao.